Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fallout 4 auf dem Überlebensmodus. Und in der letzten Folge wurden wir von einem sehr Geschafft. seltsamen Hund fertig gemacht. Oh, Red Awaker ist gut. Red Awaker haben wir immer gebrochen. Der befindet sich da hinten irgendwo und ist auch nicht alleine. Gucken, ob wir sie diesmal überraschen können. Das wäre natürlich von Vorteil. Wenn ihr nicht sehen, wie ich komme. Diese Dreckschweine haben mich aber fertig gemacht. Einer war auf dem Dach da hinten, ne? Nur wo war das jetzt genau? Das hier beim Boot? Das war hier irgendwo. Kampfhund, das ist ein Kampfhund. Ah, ich verstehe. Und da oben ist der Papa irgendwo. Ach du Scheiße, der hat viel Leben. Wieso schießt da jemand? Hoffentlich kommt der Hund jetzt nicht her. Gott, der ist da hinten. Viel Munition haben wir dafür nicht mehr. Aber da kämpft hinten jemand. Das Ding ist eigentlich genauso gut wie Sniper, vielleicht sogar noch besser. Warte, lasst mich mal gucken. Vielleicht sollten wir das als Sniper einfach verwenden. Können wir auch beim anderen Munition sparen. Ja, was? Waffen. Na gut, 26 Schaden. Ah, kritische Treffer verursachen doppelt Schaden. Und der Balken für kritische Treffer füllt sich fast. Aha. Das ist natürlich was anderes, ne? Wo ist der Köter hin? Okay, und unsere Sniper macht wie viel Schaden? Versuchen wir mal den Kopf zu treffen. Okay, auf uns wird geschossen. Die haben hier ein bisschen zu viel Leben, die Jungs da hinten. Aber er trifft uns nicht. Frage ist nur, wann kommt der Köter? Der Köter hat richtig viel Schaden gemacht, ne? Ich wurde getroffen. Das war gar nicht wenig Schaden. Der macht genauso viel Schaden wie meine Sniper, wenn ich ihn in seinen Kopf treffe. Weiß nicht, ob es irgendwie prozentual mehr Schaden macht, wenn ich meinen Kopf treffe, aber ich fühle mich dabei besser. Und da auf dem Dach war so ein Digger. Lukas Miller? Freund oder Feind? Eine Karawane. Lukas, du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Dann lass mal sehen, was du so hast. Meine Preise sind final. Falschen bereitet mir Kopfschmerzen. Okay, er hat auf jeden Fall Patronen und... Oh. Champion, linker Arm. Plus ein Stärke und Ausdauer.
Kostet auch nicht wirklich viel, ne? So, Fatman. Impro-Pistole kannst du haben. Was haben wir noch? Eine Mine setze ich sowieso nie ein. Kleidung habe ich ganz viel mitgebracht, ne? Hundehalsband. Ich muss ihm 600 Kronkorken geben? Das ist viel dafür. Wahrscheinlich weniger. Was habe ich denn noch hier zu verkaufen? Wenn ich schon mal dabei bin, irgendwelche Sachen zu verkaufen. Der Stealth Boy. Ich glaube, das muss ich in die Power-Rüstung reinbauen, oder? Weil ich glaube, so kann ich den nicht benutzen. Müssen wir noch mal testen. Wobei, das ist Hilfsmittel, ne? Hilfsmittel kann man jederzeit einsetzen. Diverses. Die synthetische Wahrheit. Hab schon wieder. Wo nehme ich den ganzen Müll her? Ganz ehrlich. Ja, gut, ich habe jetzt nicht viel zu verkaufen. Naja. Was soll's. Aber an deiner Stelle würde ich nicht weitergehen. Sondern wo dieser dämliche Kampfhund. Eine Splittermine ist da hinten. Bleibt mal ganz kurz bei euch, ja? Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Ist nur bis zur Brücke kommen. Supermutanten. Jungs, gleich gibt's hier ein bisschen Action. Könnt hier alles, eigentlich alles mitnehmen, ne? Und dem Typen verkaufen. Falls er es überlebt. Was? Vorsicht, Vorsicht! Hier geht doch gleich irgendwas hoch. Da ist etwas hochgegangen, definitiv. Du hast das überlebt? Respekt. Der aber nicht. Scheiße. Habe ich doch gerne gemacht. Nehme ich mit. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Lucas. Meine Rüstung haben schon viele Öl. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Nur nicht an der. Ich möchte dir Waffen verkaufen. Und zwar die, die ich gerade geklaut habe, wie zum Beispiel den hier. Zwar nur 17 an Wert, aber egal. Das Kampfgewehr. Und Kleidung habe ich gerade auch noch geklaut. Nein. Nicht den Ehering. Okay, linker Arm. Kannst du auch haben. So, dann ziehen wir das doch gleich mal an, ne? Bäm. Plus ein Stärke und Ausdauer, wieso nicht? Können wir mehr tragen. Aber wo ist der Typ von da oben? Wo ist der Kampfhund hin? Kann doch nicht einfach verschollen sein, oder? Da ist definitiv eine Splittermine. Ob das jemanden gestört hat? Ich weiß ja nicht. Aber warum ist denn eine Splittermine? Das ist die andere Frage. Wie zum Teufel ist da hochgekommen, der Typ?
von der anderen Seite festgekettet. Hallo da. Hey. Das ist unser Gebiet. Verschwinde, Zivilist. Zahltag sollte besser bald kommen. Ich glaube. Entschuldigung. Bald ist Zahltag. Zahltag? Ich glaube, das könnte eine Siedlung werden, oder? Entschuldigung. Wenn du hier Arbeit suchst, bist du zu spät dran. Okay, ich kann hier klauen. Hier ist eine Waffenbank. Was ist denn hier los, hä? Was ist das hier? Verwirrend. Einfach mal so. Irgendwelche Leute, die freundlich sind. Wie suspekt das schon für mich ist. Leute, die freundlich sind. Ich weiß nicht, was mit dem Kampfhund passiert ist. Der ist aber weg. Na gut, vielleicht wurde er getötet von den Händlern. Ich weiß es nicht. Ah, oh, Doc Meat, ey. Jagt mir doch keinen Schrecken ein. Befehle der Supermutanten. Töten, plündern, zurück. Sorry. Das ist so naiv. Das ist schon cooles. Oh. Saugeil. Ach, ihr seid das da hinten, ja? Gut. Lass uns weiter Richtung Quest gehen. Ich möchte diese 10 mm haben. Radioaktiv. Was war das? Legendäre was? Nicht dein Ernst. Nein. Heilige WTF. Ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Ich hatte schon mit den kleinen Probleme. Aber nur so kriegen wir eine gute Ausrüstung, Freunde. Nur so kriegen wir die Ausrüstung, die wir brauchen, um auf diesem Schwierigkeitsgrad zu überleben. Na gut, wir wissen Bescheid. Die Jungs sind freundlich. Wir könnten sie zu den Söldnern locken. Die Söldner sind anscheinend auch genauso stark. Müssen wir uns so beeilen. Ist ein bisschen blöd, dass mir die API ausgeht. Komm, ich will die Notizen nochmal mitnehmen. Der Hund hat was gefunden. Wo bist du? Zeig. Zeig's mir. Was? Drogenversteck. Habe ich gar nicht gesehen. Danke, mein Kleiner. Danke. Kümmern wir uns gleich um den Legendären, ne? Wenn wir Zeit. Was ist das? Hört ihr Vorsicht? Weißt du, was das ist, Doc Meat? Krieg dich mal wieder in den Griff. Scheiße, was war das? Ich glaube, die spritzen sich gerade was, oder?
Wieso hören die mich? Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Hä? Ich hab was gehört. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Was denn? Mist. Deine Zeit ist abgelaufen. Ach du Scheiße. Dogmeat. Verdammt. Okay, wir haben ihr Schaden gemacht, als sie mich nicht gesehen hat. Aber nachdem sie mich gesehen hat, war es schnell noch vorbei. Wo ist der kleine Wichser hin? Ich hoffe, wir finden ihr im Bett. Mit Leuchtvisier. Müsst ihr doch Betten haben, oder? Ja. Sauber. Schon mal Nahrung gespart. Okay, da geht's dann wieder zurück zu Charlestown. Okay, gut. Kleidung. Was haben wir da bekommen? Lackiert und links, ja? Aber mit Taschen sogar. Nice. Na, ist kacke. Mit Leuchtvisier. Was macht unser? Das ist unser? Nein. Wo ist denn unser Gewehr, was wir derzeit haben? Das hier, ne? Impro-Repetierer. Ja. Ah, der macht viel mehr Schaden. Das ist der hier, ne? Ja. Okay, gehen wir raus. Ich muss gucken, wie ich diese komische legendäre Fliege platt mache, falls sie noch da ist. Wenn nicht, dann ist halt nicht so. Aber hier oben auf Dach war jemand, ne? Da können wir übrigens auch nochmal hin. Wo ist der Typ hin, der hier vorher war? Das ist hier die Frage. Und ich habe verschwunden sein. Ich glaube, den Sprung schaffen wir nicht. Vielleicht, wenn wir gesprungen wären. Vielleicht dann. Wir sind nur gelaufen. Okay, scheiß drauf. Kommt man da vielleicht irgendwie anders hin? Durch eine Tür auf jeden Fall nicht, schade. Oh, wäre da gerne hin. Ist wahrscheinlich nur Dekoration. Ah, Dogmeat, ey. Jedes Mal erschreckst du mich. Denk mal, du bist dieser komische Köter. Okay, Freunde, auf geht's. Ich weiß nicht, ob das Viech noch da ist. Nicht alles auskotzen, bitte. Ach, du hast ja zum Glück nichts, ne? Oh, doch, hat er. Ah, damit hätte ich auch noch handeln können. Naja, jetzt ist zu spät. Dann, wir haben doch schon plus Stärke. Trotzdem können wir nicht mehr so viel tragen. Ups. Ja, die Schrotflinte, ganz ehrlich, das, da traue ich jetzt nicht hinterher. Wir brauchen die einfach.
Das können weg, das können weg. Gut. Ich glaube, der Müll wiegt einfach nur ganz viel. Und sag mir, das Viech ist jetzt weg. Ach gut, er ist noch da. Das wollte ich nur wissen. Okay. Nochmal so ein geiler Anstecker. Ich will diese Anstecker haben. Da dürfen wir übrigens nicht ran. Ganz gefährlich, das Zeug. Legendärer roter Witwenblutkäfer. Keine Ahnung, wie ich den töten soll. Aber ich muss. Ach, indem wir den Watz-Modus benutzen, erhöht sich. Oh Gott, er ist mutiert. Erhöht sich unser kritischer Trefferchance. Shit, shit, shit. Oh fuck. Kann auch nirgends rauf oder so. Die kriegen mich. BTF. Okay, da ist der Widmenmacher. Okay, er traut sich nicht auf die Brücke. Verwirrenderweise. Na komm schon. Na komm schon. Oh. Nein, 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 nein. Oh Gott, Gift, Gift, Gift. Oh Gott. Gib mir Fleisch und Bohnen, ist mir scheißegal. Das muss ich aber kochen. Kaugummi meinetwegen, legen wir noch ein Spiel, komm. Bitte. Halte durch. Okay, das Gift hat nachgelassen. Heilige. Watz verbessert, Metallrüstung. Um 10% reduzierte Auktionspunkte. Oh. Atmet der noch? Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Und noch ein legendärer weniger, Freunde. Und noch ein legendärer weniger. Ziehen wir uns das Ding mal an. Wir werden später nur so eine legendäre Kleidung tragen. Das sage ich euch. Wir sehen schon echt nice aus. Wo sind meine Schulterplatten? Ich habe doch Schulterplatten. Oh, die sind jetzt unten oder was? Am Ellbogen sind die jetzt dran. Oh, interessant, egal. Wir gehen jetzt mal zur Quest. So, ganz bequem. Los, kein Stress. Es ist crazy, was jetzt alles AP verbraucht. Die haben davon echt gelernt, dass das AP in Fallout 3 und New Vegas ziemlich nutzlos war. Und jetzt benötigt man alles dafür. Crazy. Sicherheitshalber. Nicht, dass da wieder was Legendäres kommt.
Da schon hinten brennt es. Ach, er ist nett. Oder ist es die Kuh? Bist ein ganz netter, ne? Achtung, die Behinderung eines Strafverfolgungsroboters stellt eine Straftat dar. Feindliche. Gut, ich bin noch nicht so gut im Klauen. Freunde. Das wird sich alles im Laufe der Zeit wahrscheinlich tun. Wir sind jetzt schon Level 14, das finde ich echt krass. Rotes Salzstück, was? Achso. Gesprungene Schüssel. Aluminiumdose. Kurzläufig, 44er. Haben wir auch noch nicht gehabt. Toll, jetzt habe ich mich schon geheilt. Und jetzt ist hier im Bett. Notsignal. Das kennen wir aus Fallout 3, New Vegas. Was war das gerade an Prozenten? Was stand da? Da stand doch links gerade irgendwas im Prozent. Zerfetzt. Danke für dein Fleisch. Ah, Notsignalstärke 27%. Das stand da gerade. Wird immer effektiver. Nein, hier ist niemand. Oh shit. Oh Gott. Scheiß Selbstmörder. WTF! Okay. Ich verstehe schon. Da hat jemand einen Raketenwerfer. Das wäre ein guter Kampf. Ich mir hänge deine Eingeweide um den Hals. Du lässt dich doch sowieso selbst töten. Oh. Ich hab schon gedacht, da fliegt eine Rakete auf mich zu. Ja, da fliegt eine Rakete auf mich zu. Ich bin viel zu nah dran, shit. Mit dem Skill kritischer Sparer kannst du mehr kritische durch mehr Sparsamkeit haben. Niemand. Okay. Das erinnert mich auch an Fallout New Vegas. Der Typ mit dem Raketenwerfer. Ich kann leider gerade nichts machen. Ich habe keine Waffe. Danke.
Das war ja mal nix, Alter. Okay, gucken wir mal, wie viel Schaden das Ding macht. Wenn er uns denn vergessen hat. Okay. Anscheinend vergessen die uns nicht. Muss noch weiter weg. Muss einfach noch weiter weg. Das ist doch kein Kampfhund mehr. Er wollte mich doch verarschen. Der Typ mit dem Raketenwerfer, ne? Shit. Okay. Ich habe so das Gefühl, wir sind zu früh hier. Wir müssen uns auf die, wir müssen die 10 mm vergessen und wir kommen später nochmal her. Junge, Junge, Junge. Das ist viel zu früh. Aber wir haben hier hinten gespeichert, ne? Wo die uns nicht entdecken. Okay, gut. Ich komme wieder. Wir machen erstmal das Notsignal aus. Okay, gut, dann halt nicht. Was haben wir noch für Quest? Story des Jahrhunderts könnten wir machen. Begebe dich zu optischer Antriebstechnologie aus Rocky Narrows Park. Oh, das hört sich doch vernünftig an, oder? Das hört sich doch vernünftig an. Besser als das hier. Wir haben es schon mal entdeckt. Das heißt, wir können dahin reisen, wenn wir es denn möchten. Was ich aber wahrscheinlich nicht möchte. Aber wir können ja auch in die Nähe reisen davon, ne? Achso, denen geht's nicht gut. Ja, das geht mir am Arsch vorbei. So, ach, dafür müssen wir dahin. Gar kein Problem, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall stärker werden. Das war ja nix. Boah. Supermutanten okay, aber dann leider mit einem Raketenwerfer. Eieiei. Oder wir müssen dann mit unserer Powerrüstung hin. Das geht natürlich auch. Hoffentlich ist hier nichts respawned. Scheint nicht so, okay. Puh. Vielleicht, dass wir wiederkommen, wenn wir eine bessere Sniper haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber so gegen Supermutanten, gegen 1-2 ist okay. Wenn da einer mal explodiert, da ist mein Hund dafür gut. Aber ansonsten... verkrüppelter Jaugau. Die Kackbratzen, sie sind einfach wieder da. Ach, das warst du, der da so geknurrt hat. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Na, kannst dich nirgendwo verstecken. Du hast verdammt viel Leben. Komm doch mal hierher, zu mir. Oh Gott, der kommt hier hoch. Der kann jetzt tatsächlich hochkommen. Ich glaube, er steckt fest. Er steckt fest. Wir bleiben einfach mal so bestehen, ne? Ich meine, ich finde das hier als Gratis-Kill mit Gratis-Erfahrung. Und was der davon denkt, das ist mir scheißegal. Bugs muss man auch mal ausnutzen können. Nicht nur da hinterherhängen, sondern auch mal ausnutzen, Freunde. Das
ist ja fast schon wie so eine Todeskralle, die man hier findet. Krass für Leben, das Viech. Apropos Todeskralle, ich frag mich, wann wir die nächste finden, ey. Kann sich ja nur noch um ein paar Folgen handeln. Wenn ich so sehe, was wir alles hier so finden. 27 EP, sauber. Dann kann das gar nicht mehr lange dauern bis zur Todeskralle. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Puh, so eine legendäre Wespe oder was auch war. Ciao, Guy, Kackbratze und Supermutanten. So viel Action haben wir seit Ewigkeiten nicht mehr. Freunde, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge bei Halo 4, Fallout 4 auf im Überlebensmodus. Ich sollte aufhören mit diesem Halo 4. Was habe ich da für ein Problem mit Halo 4? Haut rein, euer Zero. Tschüss.